Hallo miteinander und willkommen auf der Wintertourer. Heute reagieren wir auf den Lionel Ask Switzerland. Er war nämlich im Wintertour. Das Video heisst Aber es ist Haram. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Hoffentlich ohne Lag. Du fragst dich, wieso ich den ganzen Tag abchillen? Wie mein Rap ist so dope, wie mein Grossdige. Lebt das Leben so wie ein Adlige. Mach was ich will, bis ich im Grab liege. Hat mich alle. Hat nicht gelegt, hä? Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Zu seinem Rap. Nicht schlecht. Noch ein bisschen mehr Flow. Hat zwar einen guten Flow. Auch ein bisschen mehr. Wäre cooler. Aber so von der Rhyme her, sage ich mal, hat er abgeliefert. Auf Snapchat, Raymond 66, R-A-Y-M-E-N 66. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute nach Winterthur gefahren. Es ist leider. Okay, ja, ich reagiere auch noch auf deinen Song, Bro. Ich reagiere auch noch auf deinen Song. Wenn ich heute Zeit habe, am Schluss reagiere ich auch noch auf deinen Song. Ich schwöre mich bitte auch, ich kann nicht auf alle Songs reagieren. Wegen Yannick King, hast du auch einen Song? Oder was meinst du? Sau kalt, aber sind trotzdem die ein oder andere Wintertourer unterwegs, wo ich jetzt mal interviewen werde. Viel Spaß! Wenn ihr vor dem Lionel steht, habt ihr einen Blackout, das ist es. Und deswegen sehen wir auch so dumm aus. Nein. So ein Unsinn! Nein! Haben die Frauen eben dran gehört? Nein, du bist einfach allgemein dumm. Ehrenlos. Was hast du gesagt? Er ist einfach allgemein dumm. Ich bin gescheiter als sie. Ich gebe denen beiden Statements recht, aber wie auch immer. Kleines Statement. Intelligente Menschen streiten sich normalerweise nicht darum, wer intelligenter ist. Wie reagieren die Winterthur darauf, wenn wir euch Zürcher nennen? Wir sind kein Zürcher, wir sind Winterthur. Also ihr seid beleidigt? Nein, beleidigt nicht, aber wir sind schon ein bisschen besser als das, was in Zürich abkommt. Also ich glaube, niemand ist stolz darauf, ein Zürcher zu sein. Sie hat Leben genug. Was würdet ihr sagen, Winterthur als Zürcher bezeichnet wird? Ich habe eigentlich nichts dagegen. Viele Winterthurer hassen Zürich über alles. Aber ich bin da eigentlich voll offen, Mann. Ich finde Zürich eine geile Stadt. Ich liebe Zürich auch. Natürlich nicht so fest wie Winti. Aber Zürich ist eine geile Stadt. So Ausgang und so. Allgemein Zürich, mega geile Stadt. XX Nivel XX. Ciao, freut mich. Hoi. Eben, Zürich, eigentlich geile Stadt. Ich weiß nicht, wieso viele Winterthurer etwas gegen Zürich haben. Wir sind halt das kleinere Zürich, würde ich fast ein bisschen sagen. In welchem Kanton liegt Winterthur denn? In Zürich? Ja. Nein. Bro! Nein, in Thurgau. No. Was denkst du, wie reagieren Winterthur ist im Thurgau. Beleidigt vielleicht, ich weiß nicht. Wie nennt man. Das ist schon schlimmer, wenn man einen Winterthurer Thurgauer nennt. Wenn man einen Zürcher nennt, okay, aber wenn man einen Thurgauer nennt, das ist dann schon eine andere Beleidigungsstufe, würde ich mal sagen. Denn der Berg, was ein Wahrzeichen von der Schweiz ist? Welcher Berg? Es sind mehrere. Es hat sehr viele, aber es gibt einen, der sticht immer raus und der ist ein Wahrzeichen von der Schweiz. Es läutet mir jemand an. Wie hoch ist das Matterhorn denn etwa? Wow, keine Ahnung. Schluss. Das Matterhorn, das weiss ich, das ist 4478 Meter gross. Das habe ich eben im Kopf drin. Hoppala, steht ja dort. Minus? 300 Meter. 7? Bro, die sagt einfach, das Matterhorn ist 7 Meter hoch. 7 Meter. 7 was? Ich weiß echt nicht. Welches ist der flächenmässig grösste Kanton von der Schweiz? Graubünden. Genau, jetzt buchstabier mal Graubünden. G-R-A-U-B-U-N-D-E-N. Graubünden oder Graubünden? Bunde. Bunde? Oh. Na, Chief Janone. Das ist nicht. Kannst du mal Graubünden buchstabieren? G-R-U-A. G-R-A-U-N-D. N-D. Wo kommt jetzt D? Ich fahre nachher zurück nach Basel. In welche Himmelsrichtung muss ich also von hier fahren? Nordwestlich muss er fahren. Ja. Intelligenztest habe ich bestanden heute. Graubünden könnte jetzt im Fall auch noch buchstabieren, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh weh, also komm mal weg mit Basel. Norden? Oh, hä? Also, ja, Norden. Wann? Weißt du denn da durch?
Ja, Mann. Dort hinten steht Gotthard. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Kein Himmelsrichtung. Was muss ich machen? Keine Himmelsrichtung. Jetzt sagt er sicher, du musst den Zug nehmen. Du musst keine Himmelsrichtung gehen zum Basel. Du musst Zug nehmen. Oder Auto. Fahr nicht in die Himmelsrichtung. Wie du zurückkommst. Ja, welche Himmelsrichtung fahre ich? SBB nimmst. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Also, du musst Zug nehmen. SBB, das trifft es fast gleich. Ich bin auf meinem Weg hier nach Winterthur Richtung Osten gefahren. Das heisst, wenn ich zurückgehe, fahre ich in welche Himmelsrichtung? Norden. Winterthur, das soll ja irgendwann mal eine Millionenstadt werden. Bislang hat es aber nur 110.000 Einwohner. Wie viel Prozent von der ersten Million sind also geschafft? 2,1. Dann wäre es 101.000. So. Ja. Dann 2,10. Umkreis 2,10. Erde, Sonne oder Sonne der Erde? Sonne der Erde. Ja. Und wie oft macht sie das? Oh nein, die Erde, die Sonne. Die Sonne, Erde. Nein. Erde, die Sonne. Wem soll ich jetzt glauben? Ja, die Frage ist schon ein bisschen tricky gestellt, dass man zuerst mal überlegen muss. Aber ja, es ist logisch. Der Erde umkreist zu nehmen. Wäre es umgekehrt, wäre aus dem Gleichgewicht und wieder runtergehen. Was zwar auch sehr lustig wäre, aber dann könnte ich nicht hier hocken und jetzt da den blöden Stream machen. Also. Sonne, Erde! Und die letzte Frage, bitte erzählt uns einen Witz. Du? Boah, Leben genimmt! Was sucht Blondine in Ketchup? Ja, der Heinz, also ja. Nein. Eine Geschichte vielleicht, das Wochenende. Ich bin gar nicht bis zur Bar gekommen, sondern anfange ich heisen, bevor ich in der Bar war, bin ich wieder zurück auf Vinti. Ja, normales Wochenende würde ich sagen. Macht's gut. Ich wollte wieder Heider enden. Ich kenne den Heider. Der hat gesagt, mein Vater hat mich bei mir gemischt. Ich wollte einfach nicht mit Vierer enden. Das ist Haram. Woher weißt du, dass ich Muslim bin? Ja, das ist Adi. Nein, das ist Haram. Das darfst du nicht. Ja, ist gleich wie ich. Ich bin jetzt vielleicht nicht immer. Ah, der Jeezy Jeezy? Jo! Aha, ja. Haram! Es ist Haram, ja, du schon. Ja, Mann! Aber, Bro, du machst es selber. Was? Was unterstellst du mir da? Du siehst doch wieder den größten Wichser auf. Also, lassen wir das mal. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Mitmachen. Wunderbar, Esmeralda. Dankeschön. Was weiß ich eigentlich? Wer ist das hinter der Kamera Heidgenoss? Das kann man nicht sagen. Psch. Das war es hier aus Winterthur. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und hä, weiss man, wer der Heidgenoss ist? Das ist ja, der ist ja so ein Instagramer oder TikToker. Aber keine Ahnung, man weiss, wer das ist. Ich will jetzt wissen, wer der Heidgenoss ist, so vom Gesicht her. Ich kenne seinen Instagram-Account. Aber jetzt vom Gesicht her würde ich nie wissen, wer der Heidgenoss ist. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, Lionel. Ich mich aber könnte nicht. Was ist? So, das wär's mal gewesen. Wieder mit einem Ask Switzerland bzw. Ask Vinti vom Lionel. Ich finde den Content mega cool irgendwie. Er war so der, der mit diesen Strassenumfragen so das allererste gekommen ist. So nach meinem Eindruck, der das allererste so ein bisschen Reichweite mit Strassenumfragen gemacht hat. Vor allem er macht es chillig so ein bisschen, so auch dumme Idiotentestfragen und so. Aber alles so auf chilliger Basis. Wie gesagt, die einen, die jetzt Straßenumfragen machen, die machen das ganz schlimm, ganz schlimm. Ich war gerade chillig am Tag, ein bisschen raus, frage normale Menschen ein bisschen. Und auch die normalen Menschen sind ab und zu ein bisschen lost, aber er macht's gut. Gut, gut.